So, hallo liebe Zielgruppe, hier ist das Supportnet aus Berlin und mein Name ist Jakob. In unserem wöchentlichen Interview haben wir heute die Gründer von Wikirating. Das ist eine Webseite, die zwecks mit Schwarmintelligenz Ratingaufgaben übernehmen will. Ein Hallo nach Zürich. Hallo, Hallo Jakob, hallo ciao. nach Berlin. Ja, Bild und Ton funktionieren ja gut. Dann würde mich gleich mal interessieren, wie seid ihr denn auf die Idee eigentlich gekommen, Wiki-Rating zu starten? Also, vielleicht noch eine kurze Vorstellung. Also, mein Name ist Dorian Credé und ich bin Mathematiker und arbeite im IT-Bereich. Sag du noch etwas? Mein Name ist Mr. Lombier, ich habe Wirtschaft studiert und arbeite auch im Softwarebereich in Zürich. Genau. Ja, und jetzt etwas zu der eigentlichen Idee. Also die Idee ist etwa vor 1,5 Jahren entstanden, etwa im Mai, Juni 2010. Also dort, wo dann die Ratingagenturen begonnen haben, mehr und mehr zielloser und weniger nachvollziehbar Ratings von Ländern herabzustufen. Und da wir uns beide schon vorher, wir haben uns schon vorher schon gekannt, uns immer wieder mal Gedanken gemacht haben, auch mit Lehman Brothers, mit Island, wo dann festgestellt wurde, dass die Ratings alle nicht gestimmt haben, haben wir einfach darüber uns Gedanken gemacht. Und die eigentliche Idee, die ist dann mir gekommen, weil ich schon vorher bei Wikipedia gearbeitet habe, als freier Mitarbeiter, nein, Entschuldigung, als freier Autor, habe ich Artikel immer wieder gemacht und naja, und dann ist das eine zum anderen gekommen, mit der Wiki-Idee zusammen mit das auf die Credit-Rating-Thematik zu übertragen. Dann hattet ihr also die Idee und dann musstet ihr die ja auch umsetzen, softwaretechnisch. Gab es dabei Probleme? Also man muss es vielleicht so sagen, wir haben ungefähr ein Jahr Vorbereitung hineingesteckt. Also man kann ja das, die Plattform beruht auf dem gleichen Framework wie Wikipedia, also genau das gleiche, das ist das MediaWiki-Framework. Das zu installieren und zu konfigurieren, das hat einiges an Aufwand gebraucht, um so weit zu kommen, sodass wir das dann am 3. Oktober 2011 live schalten konnten. Ja, und jetzt seid ihr ja online und zuletzt haben auch eine ganze Menge Medien darüber berichtet. Ich denke, ihr habt so was 150, 200 registrierte Benutzer im Augenblick oder ist das hochgeschellt in den letzten Also Tagen? 252 ja, Users. es gibt noch ein paar technische Probleme im Caching-Bereich. Wir haben zum Glück einige Freiwillige finden können, die uns tatkräftig unterstützen mittlerweile, also auch im IT-Infrastrukturbereich. Und wir werden in Kürze zu einem besseren Server migrieren. Wir hatten auch nicht so viel Traffic erwarten eigentlich. Ja. Was wäre so eine kritische Größe? Was denkt ihr, wie viele Benutzer oder registrierte Benutzer bräuchtet ihr, damit die Ratings auch Aussagekraft haben? Also man muss vielleicht so sehen, es gibt die Rating, also Wikirating ist ja nicht nur dafür da, dass die User abstimmen können, sondern grundsätzlich soll es eine Plattform sein, wo jedermann, bestenfalls mit dem entsprechenden Wissen, auch andere Methoden dann anbietet, also das aufzubauen. Also diese Abstimmungsfunktion ist eine von mehreren. Und wie viele User es braucht, also da gehen die Meinungen auseinander. Je mehr, desto besser. Aber man kann jetzt schon sagen, mit diesen paar tausend Abstimmungen, die wir schon hatten, kann man schon einiges daraus lesen. Ob das dann entsprechend ernst genommen wird, das ist eine andere Frage. Und ich denke, die Glaubwürdigkeit von Wikirating hängt nicht nur von der Menge ab, sondern auch vielleicht von der Qualität von den Beiträgen. Und da sind wir dran, ein Expert-Board zu gründen, wo wir wirklich Leute haben wollen, die sich gut auskennen und die Ratings und die Methodologien prüfen können und abstimmen können auf die Plattform. Wir haben ja im Supportnet auch Wikirating das Projekt vorgestellt und einige unserer User, die das dann gleich mal ausprobieren wollten, die konnten da nicht abstimmen, weil von der IP-Adresse angeblich schon zu viele Abstimmungen geschehen sind. Jetzt werden ja IP-Adressen also so vergeben, dass das halt vorkommen kann, auch ohne dass man da selbst schon mal vorher abgestimmt hat. Das, Wie wollt ihr mit dem Problem umgehen? nein, also das Problem ist gelöst.
Es, wie gesagt, das war ein bisschen komplexer. Dadurch, dass der Traffic unglaubliche Ausmaße erreicht hat, mussten wir die Seite viel, viel stärker cachen als bisher. Und das erfordert natürlich eine gewisse Caching-Strategie. Da waren nicht alle Parameter zu Beginn an richtig aufgesetzt, was dazu geführt hat, dass anstelle von der IP-Adresse des eigentlichen Users wurde dann unsere IP-Adresse immer angegeben. Mhm. Und die Extension, also die Polling-Extension, die das kontrolliert, hat einfach das verhindert, um einfach Manipulationen zu verhindern, dass zum Beispiel 1000 Stimmen von der ein oder selben IP-Adresse abgegeben werden. Also die Maßnahmen haben wir jetzt gemacht, dass diese IP-Problematik gelöst ist. Einerseits, andererseits haben wir aber auch die Möglichkeit des anonymen Abstimmen abgeschafft. Also man muss sich jetzt registrieren, wenn man abstimmen will. Aber das mit der Registrierung ist nichts verbunden. Es gibt keine Pflicht der E-Mail-Angabe. Man muss sich einfach nur registrieren als einziger User. Dann kann man abstimmen. Okay, also das Problem ist gelöst und mit dem Thema Manipulationsproblematik, da bleibt ihr dran. Mich würde mal interessieren, die ersten Reaktionen so auf Wikirating. Habt ihr auch schon was vielleicht von Seiten der großen Agenturen gehört? Nein, noch nicht, aber wir haben aufgrund von den Statistiken, die wir vom Server natürlich abrufen können, festgestellt, dass von allen großen Ratingagenturen schon, haben wir schon Besuch erhalten. Also wir haben von Moody's, Fitch, Standard & Poor's schon Visits gehabt und sehr viele Visits kamen auch von den Banken, von allen möglichen Großbanken. Ja, das bringt mich auch zu dem Thema, dass ihr angedacht habt, später die Ergebnisse auch mal für zu einer kommerziellen Nutzung anzubieten und dadurch vielleicht Geld einzunehmen. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das Geld dann auch wieder zwischen den Wikirating-Benutzern aufgeteilt werden. Stimmt das so? Also, ja, also man muss vielleicht eins vorne wegnehmen. Wir betrachten uns nicht als Startup-Unternehmen oder als kommerziell orientiertes Projekt, sondern es soll wirklich in die gleiche Richtung gehen wie Wikipedia. Also sprich, mit einer Stiftung dahinter, die aber dann, um sich finanzieren zu können, eventuell mit einem anderen Modell, es ermöglicht, durch zusätzliche kostenpflichtigere Dienste, die aber alle noch nicht vorhanden sind, da gibt es verschiedene Ideen, einfach da, die dafür da sind, dass die Plattform sich dann selbst erhalten kann und falls es einen Überschuss dann gibt, falls es dann Gewinne wirklich mal eines Tages generiert werden, haben wir versprochen, dass wir die Community entsprechend rewarden wollen. Und natürlich auch, weil Erban war bei Room to Read, der Gründer von dem Chapter Zürich, einer von den Gründern, dass wir einen Teil dieses Geldes dann auch natürlich spenden wollen. Mhm. Mag doch mal ein bisschen einen Ausblick, wo könntet ihr denn so Ende des Jahres stehen oder wie schnell sind diese Ideen, die ihr noch im Hinterkopf habt, auch umzusetzen? Also wir sind im Moment, wir suchen Finanzierung für Wikirating, damit wir haben viel Entwicklungsarbeit zum Beispiel zu machen für Wikirating und wenn alles so gut läuft, können wir per Ende Jahr wirklich tolle neue Features anbieten. Für die Users und warum nicht dann ein paar Dienstleistungen für Banken oder für, aber das hängt davon ab, ob wir die Finanzierung kriegen. Ja, und aber wegen Vision, Ausblick, also natürlich hoffen wir, dass die Attention dann so groß sein wird, dass man per Ende Jahr vielleicht sprechen wird können, es gibt Wikipedia, es gibt Wikileaks und es gibt Wikirating. Okay, das ist ja hohe Ziele. Ja. Das ist ein Traum. Aber man darf noch träumen, oder? Sicherlich, sicherlich. Ja, wir fanden das ja hier auch in der Redaktion so interessant, euer Projekt, dass wir gerne und gleich darüber berichtet haben. Möchtet ihr vielleicht noch ein bisschen die Werbetrommel hier rühren oder nochmal auch an die Betrachter dieses Kanals appellieren, ruhig mitzumachen? Dann werdet das ruhig jetzt los. Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, wir sind auf. Also Wikirating steht und fällt mit der Mitwirkung der Community. Also sprich, jedermann, der fachlich und technisch etwas dazu beitragen will, also er muss nicht unbedingt etwas von Credit Ratings verstehen, ist aufgerufen, mitzuwirken. Es kann natürlich sein, also das müssen Sie ja auch alle bewusst sein, wir sind beide berufstätig, 100%, dass wir das momentan noch ja, in unserer Freizeit natürlich voll ehrenamtlich machen, dass es ein bisschen dauert, bis wir reagieren können. Aber wir werden jetzt weitere Konzepte uns überlegen, wie man
besser zusammenarbeiten kann. Es gibt ja auf der Plattform ein Forum, die sich Urban kümmert. Wir haben auch grundsätzlich auf jeder Seite gibt's eine Talkpage. Also, und man kann uns natürlich auch immer direkt erreichen, wenn man mitwirken will. Und von der Homepage sieht man auch die Aufgaben, die wir an die Community verteilen wollen, das heißt unter Assignment. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Media Wiki Framework oder PHP oder MySQL, ist sehr willkommen, uns zu kontaktieren. Okay. Also vielen Dank nochmal für eure Zeit und dass ihr uns ein bisschen mehr Einblicke in Wikirating und was da so hintersteckt gegeben habt. Mir bleibt da nur, euch weiterhin damit viel Erfolg zu wünschen. Danke. Danke. Also, tschüss. Ciao. Ja, ciao.